Looney Balloons. Ja, hier. Wird jetzt nicht so stark genutzt, ne? Aber. Wie sehen denn deine Verkaufszahlen überhaupt aus? Ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle, aber. Was haben wir denn hier für einen Boden genommen? Ist das der? Ja. So. Alles klar. Würden Sie an den Eingang machen, beziehungsweise relativ nah am Eingang, oder würdest du so einen Berg hochlaufen wegen so ein paar Insekten? Ja, wenn ich da oben eine Goliath-Vogelspinne sehen kann, du, da wäre ich aber, da würde ich aber, da kannst du dir aber sicher sein, du, da würde ich aber nicht einen Meter, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Zoo war. Dieses Gelatsche, da nicht zum Aushalten. Sieht aber schäbig aus, oder? Und sowas geht doch. Was wäre denn, wenn wir den... Oder lieber mit Lücken. Das sieht wohl besser aus. Ist der Sniper jetzt schon im Bett oder was? Sieht ganz so aus, ne? 58. Also wir haben ein bisschen, wir müssen hier noch ein bisschen Szenerie machen. Die Frage ist halt Szenerie, Spezialeffekte, Beleuchtung, Architektur. Was? Ich habe ja nichts, oder? Das hier ist ja alles Quatsch. Beleuchtung. Na klar, wir können natürlich eine Beleuchtung hier dran setzen. Warum? Mir hat er doch nichts getan. Hey, Benno. Oder ist das schon? Das ist schon Licht, ne? Also Licht kann ich ja auch nicht machen. Hängelampen. Ja, wir haben halt so wenig erforscht, ne? Das ist halt Kunstform, Mittelpunkt. Wir können doch nichts machen. Wir können hier noch ein Schild hinstellen. Looney Balloons. Aber das ist ja auch alles, weiß ich auch nicht. Anpassbar. Gucken wir uns doch mal an, ne? Wir kennen es ja noch nicht. Und, nee, entschuldige, das war Y. Ja, ja, wir kümmern uns gleich drum. Nur für Personal. Ach du Kacke, was ist das denn für eine Schrift?
Die ist eher so Western-Art, ne? Nein. Auf gar keinen Fall. Ja, die sieht gar nicht so gut aus. Was hast du denn nun wieder gegen Comic Sans? Hm? Ist doch eine Mörderschrift. Dass diese Sticker immer nicht da reinpassen. So. Wie ist denn der Akkustand, mein liebes Tablet? Erstmal wieder bewegen. Ich habe gar kein Gefühl mehr in den Füßen. Comic Sans ist doch eine tolle Schrift. Alle meckern über Comic Sans. Was habt ihr dagegen? Oder habt ihr gar keine Meinung, sondern tragt nur das weiter, was andere sagen? Windows ist blöd, Apple ist super. Mhm. Warum das halt alle so? Ja, alles klar. Nee, stopp. Mach gleich weiter. Muss mich mal eben ein bisschen bewegen und drehen. Und ein Tablet muss, mein Überwachungstablet muss mal eben in Strom. So. Läuft, läuft. Okay. Ah. Hiermit beende ich jegliche Zusammenarbeit mit dir. Jeder, der Comic Sans mag, schläft auch mit den Teufelsoma. Nicht nur mit der Teufelsoma, ich schlafe auch mit dem Teufel. Warum denn nicht? Also ich weiß nicht, was du hast. Ich weiß nicht, die Farben sehen irgendwie komisch aus, oder? So richtig geil ist das Schild nicht, aber egal. Ich meine, wir könnten hier oben natürlich noch... Warum ist denn hier eigentlich kein Personal? Wir haben doch hier einen Personalraum. Ist da einer drin? Nö, ne? Du bist Verkäufer, oder? Beweg dich mal, der Laden ist zu. Faule Kuh. So, wie geht's denn? Wir haben nur Forschung, ne? Zurzeit. Also bei den Tieren ist nichts los. Da passiert nichts Schlimmes. Das ist gut. Wo ist denn Milo? Ist ein Original von mir. Wer? Milo? Venus von Milo oder wer? Da wird schön weitergeforscht. Sehr gut. Könnten wir doch auch beide mal ein bisschen schlauer machen, oder? Unsere Tierärzte. Der Verkäufer von gerade, ja, stinken faul, oder? Haben wir hier Futterneid oder was ist das Problem? Also erstmal wundert mich natürlich, dass... warum drehen die immer so durch?
Irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlt hier was. So, du kümmerst dich auch drum. Und auch du kümmerst dich bitte mal um Futter. Oder mach mal beides. Nur Vivarien brauchst du dich nicht drum kümmern. Also die Viecher sind gestresst. Ich habe auch so das Gefühl, denen fehlt einfach Essen. Könnte das vielleicht der Fall sein? Vielleicht gehen bestimmt die Proteste wieder los. Es ist nur Stress. Alles andere ist soweit gut. Stabiler Rückzugsort fehlt noch. Schon wieder? Es ist unglaublich, wie viel Platz die brauchen. Was ist denn, wenn wir... Wieso sind ja überhaupt so viele Tiere drin? Können wir da mal irgendwas gegen machen? Männchen und Männchen. Warum hast du denn kein... Du bist noch ein Jungtier, alles klar. Dann will ich auch nichts zu sagen haben. Dann bist du ja keine Gefahr. Guck mal, und schon sind alle Probleme gelöst. Ich glaube, es liegt wirklich am Futterspender. Kann das sein? Warum stinkt das so? Ist das altes Zeug, oder... Ja, das könnte sein, dass das den Stress ausmacht, dass die angestarrt werden von zu vielen Leuten. Das Blöde ist halt, dass die Scheiben hier, die nur einseitige Sicht, ne, das ist das Letzte, was erforscht werden kann von der Technik. Aber wir haben schon neue Barrieren bekommen. So, dann machen wir daraus Glas. Und auch die hier machen wir aus Glas. So. Können die Leute besser gucken. Dann müssten wir jetzt mal langsam anfangen, den Silberstatus zu kriegen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin wieder der, der extrem lange braucht, bis er fertig wird. Kann das sein? Da, 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 13.000? Das Ding ist aber ganz ordentlich, ne? Da sind 4 Stück drin. Mittel sind 2. Und das ist einer. Weißt du zufällig, wie man Plätze baut? Ich würde das Ding hier ja gerne so hinstellen, dass von allen Seiten jemand drankommt, weißt du?